Naturmensch, er lebte von der Jagd. Er rauchte keine Zigaretten, weil es damals sowas noch nicht gab. So saß er stumm am Feuer und stierte vor sich hin. Dann baute er Faustkeile nur so aus Langeweile. Martinell war ein Gelehrter. Oft stiert er aus dem Fenster raus. Jo Leute, hallo. Heute sind wir hier am Neustadter Wasser. Heute waren wir auch am Maimarkt und haben uns da die Tierwelt angeguckt. Und dann waren wir noch beim Asia Gourmet. Und yeah, cool. Schnickschnack. Ich muss mal, mach mal so Sigma. Oh, krasser Typ. Was? Oh, krasses Teil. Oh, er geht auf Attacke. Ich fahr drüber. Ayo, wir sind bei der Science Fair in London. Und das ist nicht das Wahre. Also, es ist okay, aber... gell. Ah jo, so schwer kann der 9. Mai sein, gell? Da mal schwimmen war, hat wieder aufgemacht heute. Ayo, gell, guck mal. Nee, das, du darfst kein politisches Statement so in die Richtung machen. Bitte sofort korrigiere. Gelb. Ja, das passt ja gar nicht. Also vom Spruch her. Nee, ich überlege gerade. Der Held wählt gelb. Also auch wenn ich jetzt persönlich nicht gelb wählen würde, aber... Junge, Scheiße, immer da in Eschl. Ajo, gell, die echte Knochen. Ajo, heute im Schwimmbad und ich hab's einfach für mich allein, die drei Bahnen. Ajo, wir sind bei Lache Speyerdorf, gell. Ajo. Ajo, das Wetter ist nicht so schön. Aber es geht eigentlich, es ist warm. Es ist wirklich warm. Ajo, der vegane Pfälzer Teller, gell. Ich hab Hunger. Oh, gell. Ajo, 20. Mai am Mechtersheimer See, gell.
Alter, heute ist schon der 25. Mai. Und seit dem 9. Mai ist das Schwimmbad ja schon offen. Das heißt, heute ist der 17. Tag der Schwimm-Challenge. Ich weiß ehrlich, aua, Hilfe, ich bin hier ausgerutscht. Ich weiß ehrlich gar nicht, wie viel ich hier von der Schwimm-Challenge schon aufgenommen habe. Aber ja, also sie läuft sehr gut. Das Wetter ist halt auch einfach schä. Und ja, vom Gewichtsverlust her kann man das mal kurz aufzeigen. Im März hatte ich 121 Kilo, ein bisschen mehr. Und jetzt heute Morgen hatte ich 113,7. Das heißt, wir nähern uns bald dem 10 Kilo Verlust. Und dann geht's weiter, dann kommen noch die nächsten 10 Kilo. Also das ist, ja. Und es geht ja darum, ich will ja noch Muskeln aufbauen, was ich ja aktuell durch Schwimmen und den Rest mache. Und zu den Muskeln natürlich noch Gewicht verlieren. Das heißt, ne? Ja. Aber mir geht's gesundheitlich sehr gut. Ich fühle mich auch viel kraftvoller. Logisch, wenn man was macht, dann ist man auch kraftvoller. Und insgesamt einfach ein epischer Sieg. Kann man sich nicht beschweren, gell?